In diesem Video geht es um den Handgelenkseinsatz beim Chippen und bei den kurzen Finesse-Schlägen, die feinen Schläge rund ums Grün. Mein Freund ist auch dabei, bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, hier ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video und dies hier ist das zweite Video einer sechsteiligen Serie zum Thema Handgelenkseinsatz im Golfschwung. Wenn du mit dem ersten Teil beginnen möchtest, dann habe ich unten in der Beschreibung einen Link zu der Playlist hinzugefügt, beziehungsweise sollte hier oben irgendwo eine Infokarte jetzt aufscheinen, wo du auch zum ersten Teil kommst. Es würde mich sehr freuen, wenn du im Anschluss zu diesem Video auch die anderen Videos ansiehst. Das hier ist ein Handgelenksensor der Firma Hackmotion. Diesen Sensor benutze ich seit kurzer Zeit in meinem Golfunterricht und wir werden ihn auch verwenden, um die Messungen zu machen. Ja, und der Sensor, der misst ein paar Bewegungsrichtungen des Handgelenks, nämlich radial, also hinauf und ulnar hinunter und dann auch in Beugung und in Dorsalbeugung. Und wir schauen uns das dann eh später genauer an. Aber man kann eben mit diesen Messungen das Ganze live ansehen. Man kann auch mit diesen Messungen Graphen sehen, den Verlauf anschauen. Und man kann auch Biofeedback damit machen. Biofeedback bedeutet, ja, du hörst den Ton schon, dass man akustisch dem Schüler erklären kann, ob er die Bewegung richtig macht oder nicht. Ich kann in dieser Software hier Bereiche einstellen, wo ich den Schüler haben will, und wenn er die Bewegung richtig macht, dann kommt ein Ton. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel aufschwinge und ich möchte, dass der oben einen flachen Handrücken hat, das ist zum Beispiel dorsal gebeugt und ich möchte, dass er flach ist, kann ich das daher beugen und es kommt ein Ton. Macht er das zu viel, kommt auch kein Ton. Also nur wenn er genau richtig ist, bekommt er ein akustisches Signal. Und das gleiche kann er auch haben unten im Treffmoment. Wenn er das Handgelenk zum Beispiel zu viel hat, hört man nichts. Und wenn er zum Beispiel richtig ist, dann hört man einen wunderschönen Ton. Ja, und mit diesem Bierfeedback, habe ich natürlich sehr viel Spaß im Unterricht und sehr viel Erfolg. Damit du nachher die Analyse verstehst, die ich mache, müssen wir ja leider einen ganz kurzen Crashkurs machen in die Anatomie des Handgelenks. Im ersten Teil dieser Videoserie habe ich das ja alles ein bisschen genauer erklärt. Hier oben findest du übrigens eine Infokarte, wo du dir den ersten Teil nochmal anschauen kannst, beziehungsweise habe ich hier unten in der Beschreibung auch einen Link hinzugefügt. Aber damit du jetzt nicht gleich aussteigen musst, können wir auch jetzt das ganz kurz so durchgehen. Und zwar, wenn wir von der Anatomie des Handgelenks ausgehen, gehen wir zuerst von einem flachen Handrücken aus. Wenn das Handgelenk so nach hinten gebeugt ist, nennt man das eine Dorsalbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung gebeugt ist, ist es eine Palmarbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung winkelt, ist das ein radiales Winkeln. Und wenn es in diese Richtung hinuntergeht, ist es ein ulnares Winkeln. Also wir haben Palmar, Dorsal, wir haben radiales Winkeln und ulnares Winkeln. Du brauchst jetzt keine Panik haben, ich werde dann nachher bei der Erklärung das Ganze auch noch schön darstellen, damit du das besser verstehst. So, kommen wir ganz kurz zur Analyse des Chips. Du siehst, im Start habe ich ungefähr 11 Grad dorsale Beugung bis Ende des Aufschwungs, was ja nicht sehr weit war bei einem kurzen Chip, habe ich 16 Grad Palmarbeugung, immerhin. Ja. Und im Impact, dann verliere ich etwas wieder, da komme ich wieder auf 2 Grad. Das Interessante ist bei der ganzen Sache, wenn man dann auf die Chart-Einstellung geht, dann sieht man dann, dass ich eben ab Top of Backswing unfassbar intensiv in diese Richtung mich bewegt habe. Das heißt, ich habe nicht so wie viele glauben in Richtung Palma mich bewegt, sondern ich habe mich Richtung Dorsal bewegt. Und man sieht, das ist eine konstante, ja, Bewegung, die die ganze Zeit durchgeht.
Ja, noch ganz kurz zur radialen ulnaren Bewegung. Du siehst, dass ich natürlich dann ca. 32, 33 Grad ulnar war, habe dann ein bisschen gewinkelt, bis ich auf ca. 10 Grad war und habe sofort wieder diesen ulnaren Winkel wieder begonnen zu aktivieren. Das heißt, ich habe keinen Lag erzeugt, sondern das Handgelenk hat nur kurz aufgewinkelt und sich so wieder sofort entwinkelt und ist dann mehr oder weniger auch ulnar geblieben nach dem Treffmoment. Ja, kommen wir zum Finesse-Schlag. Da sieht man, ich hatte, war 20 Grad dorsal, habe dann ein bisschen was davon verloren, dass ich auf ca. 10 Grad dorsal war. Und im Impact habe ich im Prinzip wieder dieselbe Position wieder erlangt, in dem Fall 23 Grad. Das heißt, ich bin wieder genau so, wie ich am Start war, zurückgekommen. Wenn man dann den Verlauf des Graphen anschaut, ab Top of Backswing, da sieht man, dass ich dann wirklich schon, ja, doch relativ deutlich vor dem Ball beginne, das Handgelenk Richtung Dorsal zu bewegen und dann eben noch weiter. Das heißt, ich mache so eine richtige, hübsche Schaufelbewegung. Und ich denke, dass das viele Amateure ja auch machen, aber ich denke, sie machen das viel, viel zu früh. Und bei mir sieht man, ist es ja nicht allzu spät. Und es geht sich halt wirklich perfekt aus, dass das Handgelenk in, eben in dieselbe Position zurückgelangt. Ja, und es ist auch sehr interessant zu sehen, ein kleines Detail ist, dass wenn ich Ende Aufschwung bin oder kurz vor Ende Aufschwung bin, bereits beginne, das Handgelenk in Richtung Ulna zu bewegen. Das heißt, ich caste das Handgelenk, also mache genau das Gegenteil vom langen Spiel, wo man diesen Lag erzeugt, das Verengen des Winkels. Hier versuche ich den Winkel so früh wie möglich wegzuschmeißen. Und es geht sich wunderschön aus, dass ich dann im Treffmoment ungefähr genau gleich bin wie beim Start. Ja, gehen wir noch einmal die Schläge rund ums Grün noch mal genauer durch. Was ist da passiert? Also, dorsal begonnen, eh klar. Im Rückschwung habe ich ein bisschen was verloren Richtung Palmar. Und dann war das Interessante, ich bin dann nicht geblieben bis zum Schluss, sondern ich habe dann kontinuierlich diesen Winkel wieder aufgegeben und habe sogar nach dem Treffmoment sogar ein bisschen das Handgelenk weiter dorsal gebeugt. Okay? Das heißt, es war nicht eine steife Bewegung aus dem Handgelenk, sondern ich habe aufgeschwungen und dann wieder das, was ich verloren habe, quasi wieder gewonnen. Bei den Finesse-Schlägen war sehr auffallend, dass ich dieselbe Handgelenksposition wieder erlangt habe wie beim Setup. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel 20 Grad habe, dann habe ich hier im Treffmoment wieder 20 Grad, aber der Prozess war dann nach dem Treffmoment, dass es deutlich mehr Richtung Dorsal geht. Den Handgelenkswinkel habe ich im Abschwung viel früher weggeschmissen und viel aggressiver weggeschmissen als beim klassischen Chip. So, nun zur Frage des Tages. Mich würde interessieren, versuchst du beim Chippen das Handgelenk komplett steif zu lassen oder fühlst du einen kleinen Einsatz der Handgelenke? Bitte kommentiere hier unten, mich würde interessieren, was du da so machst. So, das war das zweite Video dieser sechsteiligen Serie Handgelenkseinsatz beim Golf. Und im dritten Teil siehst du dann, worum es geht beim Pitchen. Also bitte schau dir auch diesen nächsten Teil an, auch sehr interessant, was beim Pitchen so passiert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben zu drücken. Also wir sehen uns dann gleich beim nächsten Video. Tschüss.